Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Trophäe Rekordverdächtig freischalten könnt. Hierfür müsst ihr in Kapitel 4 das Materia-Minispiel in unter 14 Sekunden abschließen. Sobald ihr dann bei dem Verkäufer seid, ist es wichtig, dass ihr dieselben Antworten wie ich auswählt, um das Minispiel starten zu können. Insgesamt gibt es 20 Materia, die ihr hier in unter 14 Sekunden dann einsammeln müsst. Solltet ihr zu langsam gewesen sein, ist es auch kein Problem. In dem Fall redet ihr dann erneut mit dem Verkäufer und startet das Minispiel erneut. Nachdem ihr dann das Minispiel in unter 14 Sekunden abgeschlossen habt, schaltet ihr dann auch direkt die Trophäe frei. Und somit nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt habe ich jetzt die Playlist zu allen Final Fantasy Trophäen eingeblendet. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.